1. August 2016, ein Montag. Als Ludwig Haas abends zum Sport geht, ist es noch schön warm. Ich habe gedacht, okay, wenn du heimkommst rechtzeitig, dann machst du noch zwei, drei Übungen vom Sportabzeichen. Das macht er jedes Jahr. Ist also nichts Neues für den leidenschaftlichen Sportler. Mehr als 2 Meter sind sein Ziel beim Standweitsprung. Aber dann? Umgefallen. Weg, tot, Schluss, aus, Amen. Ich war knapp neben ihm gestanden und habe mich gerade mit dem Vorstand unterhalten und habe registriert, dass der Lucky hinter mir im Wortsinn gesteckt, der längst umfällt. Reflexartig habe ich eigentlich mit der Herzdruckmassage angefangen. Zwischenzeitlich habe ich große Angst gehabt, weil der Lucky immer blasser geworden ist und auch das Gesicht wirklich aschfahl war und überhaupt keine Reaktion mehr kam. Und auch der Schaum vom Mund ist immer mehr geworden. Sein Herz war tot. Was es jetzt brauchte, war eine Wiederbelebung. Zum Glück erinnerte sich jemand an den Defibrillator, der seit 2 Jahren am Sportheim hängt. Die beiden Pads sind dann zügig aufgeklebt worden. Und Elektrode fest am Brustkorb andrücken. Dann wird man sozusagen durchs Programm geführt, durch den Defi. Blinkende Taste drücken. Schock wurde abgegeben. Wie er dann tatsächlich geschossen hat, dann wusste ich, wir haben alles richtig gemacht, weil wir wussten, das ist wirklich der Herztod, der einen Lucky quasi heimgesucht hätte. Das kommt alles erst so die Monate jetzt, also ein halbes, dreiviertel Jahr später, kommt das erst so richtig tief in einen raus, was das eigentlich heißt. Dass so Gerhards einen zurückholen ins Leben. Seine Rettung war der Auslöser für ein einzigartiges Crowdfunding-Projekt. Herzflimmern, Defis für Berngau. Über 13.000 Euro haben freiwillige Feuerwehr und Vereine gesammelt. Fast 450 Bürger haben gespendet. Das sagt einem, dass das Dorf zusammenhält, dass das funktioniert, dass ihnen das schon bewusst ist, denke ich, in der Bevölkerung, dass sie jeden einfach treffen kann. Jetzt gibt's 11 dieser lebensrettenden Defis in der 2.500 Einwohnergemeinde. Sie werden strategisch günstig verteilt. An Bushaltestellen, bei Firmen und öffentlichen Einrichtungen. Kurze Wege für alle. Und der Haas Ludwig, der spielt wieder Tennis. Nur Doppel. Einzel haben ihm die Ärzte verboten. Seine Lust aufs Leben ist stärker denn je. Ich empfinde das Leben intensiver. Schöner, besser, geiler. Macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ja, super.